Yo, servus Leute zu dem weiteren Part He-Man and the Masters of the Universe. Das Intro, das ihr gerade gesehen habt, war jetzt das dritte Intro der VHS-Kaufkassetten, die es damals gab. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch das deutsche TV-Intro, das ich von allen Intros am schlechtesten finde. Zumindest was die Wahl der Synchronsprecher betrifft. Der He-Man, der hört sich da so grottenschlecht an und der Skeletor ebenfalls. Das könnt ihr im Intro allerdings nicht hören. Präsentiere ich euch in einem anderen Part. Das war, wie gesagt, ein Intro von drei Kaufkassetten-Varianten. Ob es mehr davon gab, weiß ich nicht. Das sind jetzt, also dieses Intro und das Intro aus dem letzten Part, das sind, die gab es nicht auf YouTube, die habe ich selber hier auf als Kaufkassette beziehungsweise gerippt als DVD. Ja, auf YouTube oder im Internet haben wir auch nicht mehr oder andere Varianten gefunden. Es scheint nur diese drei zu geben. Was soll's? Machen wir hier erstmal weiter in unserem Spiel. Wir haben das letzte Mal hier aufgehört. He-Man vs. Skeletor. Und da schauen wir jetzt einfach mal. Auf geht's. Nein, wollte nicht. Warum steigt das Spiel ab und zu aus? Warum beendet es ab und zu mal? Oder bin ich jetzt aus Versehen auf Beenden gegangen? Kann ich jetzt gar nicht sagen. Und schon ist das Spiel wieder weg. Ach komm. Ach ja, das schöne, schöne Spielchen. Ich hoffe ja, dass sie das noch in den Griff kriegen. Den Versus Mode wollen wir. Wir wollen der He-Man sein. Jawohl, da ist er ja, das Skeletor, diesmal in Rot kalten. Oh ja, der ist heftig. So ein Sack. Müssen wir wohl so angreifen. Aber er kommt auch gegen Battle Cat an. Mit seinem Widerstab. Noch, noch, noch. Oh, was war das? Hat er mich besiegt? Die Sau. Hat er mich niedergemacht? Interessant. Na gut. Dann eben nochmal. Wen nehmen wir diesmal? Wen hat man noch nicht? Ich glaube, wir hatten alle Charakter. Nehmen wir mal eine lustige He-Man-Farbvariante. Ja, da hätten sie auch braune Haare verpassen können. Und in Sodek Harnisch in Schwarz. Ramen. Ja, rein theoretisch wäre das Spiel ja auch zu fett spielbar. Das sieht man zumindest oben. Aber wie das funktioniert, keine Ahnung. Da kannst du sämtliche Knöpfe drücken, da passiert gar nichts. Vermutlich ist es nur vorgesehen in der Endversion für vier Spiele. Ah, der Ramen kann das also schon, ne? Ja, ist ganz interessant hier, wenn wir das hier spielen. Da können wir mal sehen, was die einzelnen Charakter eigentlich für Special Moves noch drauf gehabt hätten, die ich nur nicht rausgefunden habe. Ja, doch so eine Ram-Attacke. Und nach oben kann er auch rammen. Interessant. Ach, und ballern kann auch der Ramen. Ja, was der alles kann. Aber unser Battle Cat hilft uns.
Ja, eigentlich brauchen wir gar nicht mehr kämpfen, wenn der Battle Cat da ist. Der tut es für uns. Ich tue gar nichts mehr, es macht alles der Battle Cat. Ist ja eigentlich witzig. Ein bisschen unfair. Aber so ist es halt. Und, jawohl, hat er eben eine Gar ausgemacht. Ja, ein bisschen unfair ist es schon. Das hätten wir so noch für lustige Farbvarianten. Ja, meinen grünen Orko. Okay, ein Man in Arms. Er lässt mich gar nicht. Lässt mich gar nicht angreifen. Eieieiei. Ständig liegt ja irgendwelche Minen. Interessant. Oh, was hat er da geschmissen jetzt? Der Orko? Was war das? Das ist jetzt weg. Lass mich doch mal ein wenig ausprobieren hier. Eine Banane hingezaubert. Er lässt uns nicht rumprobieren, die Sau. Ja, mit Arms hat er immer mal Probleme mit dem Orko. Weil er seine Sachen durcheinander bringt. Und schon war's das mit mir. Ja, Orko ist nicht so der Charakter, mit dem ich zurechtkomme. Dann nehmen wir jetzt zum Abschluss nochmal die Sorceress. In Grau oder in Lila? Nehmen wir sie in Lila. Gegen die Sorceress in Blau. Hat er überhaupt eine Energieanzeige da, der Gegner? Ich sehe gar nichts. Das heißt, sie geht jetzt auch nicht K.O. oder sowas. Doch, geht sie. Ja, wahrscheinlich wieder verbuggt. Schade, schade. So, und Pause. Das hier erinnert mich ein bisschen an Tron. Aber nicht an He-Man, außer dass im Hintergrund halt Eternia zu sehen ist. So, ich beende wieder den Part. Und präsentiere euch ein Video aus der damaligen Zeit, wie immer, ein Outro. Und zwar wieder mal Werbung. Viel Spaß damit und Servusle. Eier Doschten. Jo, Servusle zu einem weiteren Part He-Man and the Masters of the Universe. Das Intro, das ihr gerade gesehen habt.
entstammt der TV-Ausstrahlung und der heutigen DVD-Fassung. Ich weiß gar nicht, ob es Blu-Rays angibt, die so im Handel erhältlich sind. Wurde damals zum ersten Mal, ich glaube, von Tele5 synchronisiert und die Version, diese Synchronfassung hat sich bis heute gehalten und durchgesetzt. Ich finde sie ja nicht so berauschend. Am besten gefällt mir die Synchronfassung aus dem He-Man und She-Ra, das Geheimnis des Zauberschwerts aus dem Kinofilm. Da ist der He-Man, da hat er die Original-Synchronstimme von den Hörspielkassetten. Norbert Lange, glaube ich, hieß der sogar. Das war sowieso in meinen Augen zumindest in der Kindheit und auch heute als Erwachsener der beste He-Man-Synchronsprecher. Aber was, Entschuldigung, aber was soll's, kann man nichts machen. Man steckt nicht drin, es wurde diese Version veröffentlicht, es wurde diese Version auf DVD gepresst. Damit müssen wir leben. Alle anderen Versionen verschwinden langsam in der Versenkung. Die VHS, die so zu haben waren damals, ja, die geben so nach und nach den Geist auf, was man retten konnte auf Festplatte, was man digitalisieren konnte, wurde digitalisiert. Das beste Videomaterial ist es aber nicht. Ist klar, wenn das Hauptband schon schlecht ist, dann kann der RIP nicht besser sein. Ja, so ist es. Vielleicht gibt's da den ein oder anderen findigen Dubber, der sämtliche Synchronfassungen auf ein Video-DVD presst, etc. Jemand, der dubbt und das Ganze in verschiedenen Audioversionen hochlädt, das wäre doch mal was. Habe ich jetzt noch nicht gefunden. Was soll's, vielleicht müsste ich selber mal machen, aber ich habe leider nicht alle Synchronfassungen da. Auch nur das gängige Material und die eine oder andere VHS und den einen oder anderen VHS-RIP. Aber alle 130 Folgen habe ich natürlich auch nicht. Ja, nichtsdestotrotz machen wir jetzt bei unserem He-Man-Spiel weiter. Und zwar nicht in diesem hier, obwohl ich dem Lion auch gerne mal die Fresse vollhauen würde. Nein, wir machen weiter in dem anderen Mode hier. Gibt nämlich noch einen Mode, den ich euch noch nicht präsentiert habe. Und da das Spiel an sich recht kurz ist, wird es vermutlich auch der letzte Part sein. Der Practice Mode, also quasi zum Üben. Nehmen wir He-Man, schauen wir uns das Ganze an. Ah, hier werden die Special Moves erklärt. Oh, es ging jetzt aber schnell. Ah ja. Jetzt nochmal eine Runde gegen die Shadow Beasts. Ja, wie habe ich das jetzt gemacht? Wie konnte ich den schleudern? Ich weiß es nicht. Es passiert halt einfach. Wursch. Dann war Battlecamp wieder da und schon konnte ich wieder einen schleudern. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Das macht He-Man anscheinend von alleine. Zack. Eins in die Fresse bekommen. Ja, wenn das hier jetzt nicht allzu lange werden sollte, dann ist es vermutlich doch der letzte Part. Es sei denn, das Projekt kommt so gut bei euch an, dass ich noch ein paar Parts produziere. Das entscheidet ihr. Ich habe das Spiel durch, also zumindest das, was in der momentanen Fassung spielbar ist. Mehr wird es in absehbarer Zeit noch nicht geben. Oh, diese Schattenwesen. Oh, die Troopers. Jetzt kommen so nach und nach alle Gegner, die es im Spiel gibt. Die machen mich hier fertig. Ich
Und der Typ hier, von dem ich immer noch nicht weiß, wie er heißt, aber er erinnert mich an Clayface von Batman. Und es war's auch schon. Ach, ich kann weiterspielen, ja. Wen nehmen wir als nächstes? Nehmen wir mal die She-Ra. Er ist immer noch die geilste Fähigkeit. Aber derjenige mit der meisten Durchschlagskraft scheint doch der He-Man zu sein. Auf dem Battle Cat. Und wann ich auf dem Battle Cat drauf kann, wann ich auf ihm reiten kann und wann nicht, das hängt vermutlich auch an dieser Energieanzeige ab, an dieser Special Move Energieanzeige. Schon bin ich wieder tot. Verdammt. Nochmal Battle Cat. Kämpfer mit zwei Battle Cats. Ah, jetzt kommt hier aber alles. Warum ist das hier der Übungsmode? Ich weiß schon gar nicht mehr, wer ich bin davon. Bin gespannt, ob es da ein Ziel gibt in dem Übungsmode oder ob der nur so lang geht. Bis das Spiel aussteigt. Nein. Area complete. Und geht's weiter oder war's das? Nein, es war's. Mehr scheint's nicht zu geben. Ja, das war die Geschichte mit dem Übungsmodus. Ah, ich mache jetzt hier nochmal Pause. Beenden Part mit einem interessanten kleinen Outro. Und zwar die He-Man-Musik aus den Hörspielkassetten. Sie ist ja endgenial. War ja damals absolute He-Man-Hörspielkassetten-Fan. Ich weiß gar nicht, wie viel zig Kassetten ich hatte. Alle hatte ich nicht, aber einige. Hört's euch an. Nostalgie pur. Viel Spaß dabei. Und Servusle. Eier Dosten.